Darf ich? Ja, gerne. Die Lorelei, bekannt als Fionn Felsen, ist jener Fleck am Rhein, nicht weit vom Dingen, wo früher Schiffe mit verdrehten Hälsen von blonden Haaren schwärmend untergingen. Wir wandeln uns, die Schiffe haben begriffen, der Rhein ist reguliert und eingedämmt. Die Zeit vergeht, man stirbt nicht mehr beim Schiffen, bloß weil ein blondes Weib sich dauernd kämmt. Nichtsdestotrotz geschieht doch heutzutage noch manches, was der Steinzeit ähnlich sieht. So alt ist keine deutschen Heldensage, dass sie doch noch Helden nach sich zieht. Erst neulich machte auf der Lorelei hoch über dem Rhein ein Turner einen Handstand, von allen Dämpfern Tinte Angst geschreit, als er kopfüber oben auf der Wand stand. Er stand, als ob er auf dem Barren stünde, mit hohem Kreuz und lustbetonten Zügen. Man fragte nicht, was hat er für Gründe? Er war ein Held, das dürfte wohl genügen. Er stand verkehrt im Abendsonnenscheine, da trübte Wehmut seinen Turnerblick. Er dachte an die Lorelei von Heine und stürzte ab und brach sich das Knie. Er starb als Held, man muss ihn nicht beweinen. Sein Handstand war vom Schicksal überstrahlt. Ein Augenblick mit zwei gehobenen Beinen ist nicht zu teuer mit dem Tod bezahlt. P.S. Eins wäre allerdings noch nachzutragen. Der Turner hinterließ uns Frau und Kind, denn wiederum, man soll sie nicht beklagen, weil im Bezirk der Helden und der Sagen die Überlebenden nicht wichtig sind.